Diesmal ist die Herausforderung der störende Benachrichtigungston eines Mobiltelefones während eines Interviews und oft ist es möglich, den entsprechenden Abschnitt einfach nochmal aufzunehmen. Doch manchmal bietet sich diese Möglichkeit einfach nicht an, also müssen wir einen Ansatz finden, um diese störenden Töne zu eliminieren. Hören wir gleich die Problemstelle. Lengthy process. It's kind of a bit like. Da haben wir schon die störenden Töne des Mobiltelefons und auf dem Frequenzspektrum erkennt man auch ohne Mühe die Frequenzen der Töne und die wollen wir eben versuchen, so gut als möglich zu eliminieren, ohne den gesprochenen Inhalt zu beeinträchtigen oder klanglich zu verfälschen. Mithilfe der Zoom-Funktion vergrößern wir mal den Bereich, den wir bearbeiten wollen. Vielleicht noch etwas größer. Und der Bereich sollte nun genau mit dem Wort Process beginnen. Und das ist der Bereich, den wir hier bearbeiten wollen. Ich wähle hier einen etwas unkonventionellen Ansatz zur Korrektur, indem ich das Reduce-Hum-Modul wähle. Aber nicht im klassischen Multiharmonics 100-Hertz-Modus, sondern im sogenannten Free-Mode. Und da verwende ich die One-Harmonic-Option, was effektiv ein Notch-Filter ist. Also in unserem Fall sind wir im Free-Mode, um dann ganz bestimmte Frequenzen auszuwählen. Wenn wir uns dies genauer ansehen und anhören, es ist genau dieser Ton hier und wenn ich den Kursor genau über diesen Bereich platziere, zeigt mir die Anzeige rechts unten den Frequenzwert an. In unserem Fall ist es 591,8 Hertz. Genau an diesem Punkt setzen wir einen Notchfilter an. Da geben wir jetzt 592 Hertz ein. Und dann müssen wir noch die Dauer oder die Länge definieren, über die der Filter wirksam sein soll. Das sollte nun reichen. Ich verlängere aber auch am linken Ende noch etwas. Also, wir aktivieren einen Notch-Filter für genau diesen Bereich. Und jetzt noch den Process-Button aktivieren. Und man kann deutlich erkennen, dass die störende Frequenz entfernt wurde. Wenden wir uns nun dem nächsten Bereich zu. Und dazu brauche ich eine etwas detailliertere Ansicht. Ich schließe am besten dieses Fenster und vergrößere auch die vertikale Ansicht. Und möchte mich ganz an das untere Ende des Fensters bewegen, beziehungsweise des Frequenzspektrums und möchte auch den Anfang des Wortes Process ganz deutlich vor mir haben. Und genau hier zwischen den Silben erkennt man deutlich einen weiteren Störton, im Bereich von 290 Hertz. Jetzt wiederholen wir den Vorgang von vorhin und zurück am Remove Hum Modul geben wir den neuen Frequenzwert ein, in dem Fall ungefähr 295 Hertz. Wir müssen aber auch die Dauer oder besser gesagt die Länge des Störbereiches definieren. Wieder natürlich vom Beginn des Wortes Process. Und gehen bis in den Bereich, in dem sich das Spektrum etwas lichtet. Aktivieren wir nun den Filter und hören uns das Ergebnis an. Das klingt schon deutlich besser. Der nächste Problembereich lässt sich auch optisch schon sehr gut erkennen. Es ist dieser sehr helle orange Abschnitt hier. Hier muss ich so präzise wie möglich genau diesen Bereich entfernen, um eben nach Möglichkeit das Wort Process weiter intakt zu lassen. Dieses Geräusch liegt bei
545 Hertz. Und beim Definieren der Länge möchte ich wieder so präzise wie möglich vorgehen. Es ist genau dieser kleine Bereich hier, den es gilt zu selektieren. Ich gebe noch den Frequenzwert ein. Dann aktiviere ich wieder den Process-Button und reduziere oder eliminiere so die Energie des Geräusches. Und schon ist wieder weniger vom Störgeräusch hörbar. Als nächstes nehme ich mir diese hohe Frequenz vor, sehr gut zu erkennen. Liegt bei ungefähr 1170 Hertz. Jetzt gilt es wieder die Länge oder die Dauer zu definieren. Ich gebe auch wieder den entsprechenden Wert hier ein und aktiviere den Process-Button. Und wie man sehr gut erkennen kann, wird ein Teil des Spektrums entfernt. Hören wir kurz das Ergebnis. Nun gibt es noch zwei weitere kleine Bereiche, die ich eliminieren möchte. Der zweite davon liegt in diesem Bereich bei 443 Hertz. Es folgen dieselben Schritte wie schon zuvor, den Bereich so gut wie möglich zu selektieren und dann noch die Eingabe der Frequenz mit 441 Hertz. Dann braucht man nur noch den Process-Button klicken. Und wieder kann man auch visuell sehr gut nachvollziehen, wie sich dieser Bereich aufklärt. Hier stört noch eine hohe Frequenz. Dies scheint ein Oberton zu sein des Bereiches, den wir vorhin entfernten. Jetzt möchte ich noch den Bereich markieren und definieren. Muss natürlich auch noch den Wert eingeben, der liegt bei 884 Hertz. Aktivieren. Auch hier in diesem Bereich scheint es noch ein kleines Problem zu geben. Die Frequenz liegt bei ungefähr 587. Jetzt noch den Wert eingeben. Aktivieren. Was jetzt noch störend wirken kann, sind die etwas dumpfen Ansätze, die von den eliminierten Nodes zurückgeblieben sind. Und um diese Bereiche auch noch zu korrigieren, wähle ich anstatt des Hum-Filters jetzt das Spectral Repair Modul, um mittels der Replace-Funktion diese Bereiche zu säubern. Ich glaube, hier in diesem Bereich findet sich ein Problem. Ich definiere dies mit dem Pinselwerkzeug. Das ist schon etwas besser als zuvor. Und das gleiche mache ich eben auch noch mit diesem hier. Process klicken nicht vergessen. Eventuell liegt auch hier noch ein kleineres Problem. Und vielleicht auch noch hier ein kleines Stückchen höher. Lengthy process, it's kind of a bit like process, it's kind of a.
Wir sind nun fast am Ziel und mit etwas mehr Zeit könnte ich auch noch die letzten Details bereinigen. Bis zum nächsten Mal.